Ja, ich darf nicht verhehlen, auch wenn sich unsere Genossinnen und Genossen gut geschlagen haben, dass wir enttäuscht sind über die Wahlbeteiligung. Eine Wahlbeteiligung unter 50% kann uns nicht beruhigen. Völlig klar, die CDU hat dazu beigetragen, indem sie den Wahltermin auf den letzten Ferientag gelegt hat. Sie hat natürlich auch einen einlullenden Wahlkampf gemacht, aber das hat insgesamt der Demokratie nicht gut getan. Wenn eine Mehrheit der Wahlbevölkerung nicht zur Wahl geht, muss uns das beunruhigen. Ebenso beunruhigt uns das Ergebnis der AfD, die insbesondere in Sachsen einen sehr rechtspopulistischen, ausländerfeindlichen Wahlkampf gemacht hat, sich durchaus am rechten Rand dort bewegt und trotzdem fast 10% der Stimmen bekommen hat. Wir können nur hoffen, dass die NPD nicht reinkommt, sonst würde es bedeuten, dass im Parlament zwei rechte Parteien mit annähernd 15% im Landesparlament vertreten sind. Wir können nur der CDU raten, keine Koalitionsspielchen mit der AfD zu machen, sondern noch heute am Wahlabend eine klare Absage einer Zusammenarbeit mit der AfD zu erteilen, weil sonst diese Partei auch noch weiter aufgewertet wird. Und auch das tut der Demokratie in unserem Lande nicht gut. Völlig klar, wir hoffen, dass die NPD nicht reinkommt. Und wir werden alles dafür tun, eine klare Oppositionspolitik in Sachsen zu machen, eine klare Alternative darzustellen in den nächsten Jahren zu einer wie auch immer gearteten CDU-geführten Regierung. Wie gesagt, dass es keinen Wechselwahlkampf gab, war ein großer Fehler von den anderen Parteien. Daraus muss man lernen, auch für die Bundesebene, die Wähler und Wählerinnen wollen eben klare Alternativen bekommen. Die Linke wird dafür sorgen, dass es diese klaren Alternativen gibt. Wir gehen auf Grundlage dieses Wahlergebnisses zuversichtlich in die nächsten Landtagswahlen nach Thüringen und Brandenburg und werden schauen, dass wir dort ein gutes Ergebnis bekommen und insbesondere in Brandenburg die rot-rote Regierung verteidigen und dass wir in Thüringen die Sensation schaffen und mit dafür sorgen, dass es erstmals einen linken Ministerpräsidenten gibt. Applaus